Libeta! Hallo! Wir wissen, ob du fertig bist. Sag mal, warum antwortest du nicht? Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Wie spät denn? Na, die sollten längst draußen sein. Ich bin gleich fertig. Du weißt doch, wie er ist. Er geht doch gleich auf die Palme. Ich will keinen Ärger mit ihm haben. Tut mir leid, Rosa. Ich wollte nur den Film zu Ende sehen. Betty noch da? Ja, sie sind noch im Zimmer. Was ist los? Reg dich bloß nicht auf, meine Güte. Wir sind ein bisschen später als sonst. Was heißt das, später als sonst? Um die Zeit will ich euch unten auf der Straße sehen. Libetta, ich warte schon wieder auf Sie. Ja, nun reg dich doch nicht auf. Eine Stunde früher oder später spielt das eine Rolle. Ja, für mich spielt das eine Rolle. Ich bloß wüsste, was mir an der nicht gefällt. Ist doch in Ordnung. Nein, sie hat noch keine Einstellung zu dem, was sie tut. Los, raus jetzt. Hier. Die Italiener sind anscheinend noch nicht da. Aber erstmal bleibt er ein bisschen hier und dann später in der Kneipe, klar? Ja, nur hau ab. Und wenn du nicht funktionierst, weißt du, was der blöd, ja? Das weiß sie. Ja, ist ja gut. Tschüss. Illusion, als ob es ein bisschen wärmer macht. Hat er doch gleich wieder gesehen, dass die Italiener noch nicht da sind. Dafür hat er einfach einen Blick und deshalb ist er gut. Gut für uns. Er ist immer irgendwie vorne. Wenn du überhaupt weißt, was vorne ist. Er weiß es immer, auch wenn wir es nicht wissen. Du gehst da runter und ich nehme die Seite, okay? Ja, da. Komm mal her. Die da mit der Lederjacke. Komm her. Auf der anderen Seite. Schatzi? Lust auf was? Siehst gut aus. Das hört man gerne, wird ja aber hoffentlich nicht alles sein. Und wo gehen wir hin? Das zeige ich dir dann. Du lass mich erst mal einsteigen. Kannst du mal einen Moment warten, okay? Hey, was ist denn los? Was hat denn der Kerl mit dir gemacht, hä? Siehst du doch. Oh Mann, hat er dich geschlagen? Oh, du blutest ja. Oh Schätzchen. Oh Mensch, du siehst ja aus. Gott soll sie strafen, die Hölle soll sie holen, alle diese Schweine. Oh, Mensch.
Ach, Barek. Lust auf ein Spielchen? Ich spiele nicht Billard. Das interessiert mich nicht. Schade. Das ist ein Spiel, bei dem es auf Fingerspitzengefühl ankommt. Wenn das stimmt, dann musst du ein schlechter Spieler sein. Ein Fingerspitzengefühl hast du nicht. Ach, interessant. Du willst deine Mädchen in meinen Laden bringen? Der Laden, von dem du sprichst, ist nicht dein Laden. Das ist ein ganz normales Lokal, offen für alle Gäste. Also auch für die Mädchen, die ich mitbringe. Und ich werde sie mitbringen. Weißt du, was das heißt? Ja, was denn? Was? Dass du dich auf ein Spiel einlässt, das ich besser beherrsche. Na, darauf trinken wir doch ein. Los, hol ihm mal eine Limo. Zigarette. Feuer. Barek abgeschoben? Man sah ihm an, dass er ziemlich sauer war. Hast du Streit mit ihm? Kann er haben, wenn er will. Ah ja, wenn er will. Also hast du Streit mit ihm. Wenn ich dir einen Rat geben darf, lass die Finger von ihm. Komm, gib mir mal Ginger Ale. Was sich die Leute so erzählen. Willst du das wissen? Nee, aber erzähl ruhig. Barek soll zwei umgelegt haben. Es konnte ihm nie nachgewiesen werden. Und du bist ein guter Kunde, den ich nicht verlieren will. Keine Sorge. Lass mich mal. Ja, seid ihr verrückt? So ein Handtuch und Blutflecke? Nimm das. Siehst du nicht, was mit ihr los ist? Sie ist total zerschlagen. Und ob ich das sehe? Na, und was soll ich? Mitleid haben? Wische das ab und mach das Bad sauber. Okay, okay. Soll ich dir mal sagen, wo der Fehler liegt? Dass sich einer zur Nutte gemacht hat. Wer war's? Rosner natürlich. Der hat eine Nase für Typen wie dich. Und wo hat er dich angemacht? Auf dem Bahnhof. Der hat eine Nase für Mädchen, die nicht weiter wissen. Die kriegt er in die Finger und macht ihnen was vor. Was hat er gesagt? Mach dir keine Sorgen, ich mach das schon. Und dann hat er dich auf den Strich geschickt, hm? Soll ich dir mal was sagen, Schätzchen? Du bist für den Job nicht geeignet. Komm, leg dich jetzt erstmal hin. Das Fernsehen. Fernsehen? Ach, da läuft doch jetzt nur noch Sport. Ist das so interessant, ja? Was ist denn jetzt schon wieder los? Die Blätter verprügelt waren? Ah. Kind, du kannst dich überall hinschlagen lassen, aber nicht ins Gesicht. Nie ins Gesicht. Verstanden? Wer war denn das? Wer war denn das? Ein Mann. Morgen bist du wieder okay, ne? Wie heute beim... Da
hat die Kleine irgendeinen Fehler gemacht. Was für einen Fehler soll sie gemacht haben? Doch, sie hat einen gemacht und ich sag dir auch welchen. Sie ist keine Nutte und wird im Leben keine sein. Wo kommt sie überhaupt her? Was weiß ich? Irgendwoher. Spielt doch gar keine Rolle, woher. Was fragst denn du? Aber gut. Vielleicht ist sie nicht der Typ für den Großmarkt. Ich muss dich da wegbringen. Von wo wegbringen? Weißt du, schwer? Vom Großmarkt, habe ich gesagt. Ich habe andere Pläne mit euch. Morgen gehen wir ins Orion. Ins Orion? Wow, na das wäre was. Aber Barek lässt uns da nicht rein. Wieso? Wer hat Barek der Laden? Nein, aber er hat seine Mädchen da drin. Und ich sage dir, du und sie, ihr geht ins Orion. Und die Gewichtsklasse über 91 Kilogramm. Ich habe in den langen 16 Jahren der Ära Hussings nicht solch beherzt kämpfende junge Leute gesehen. Ah, da kommt hier unsere kleine Uhre. Was? Was? Ja, da haben wir zwei davon oben im dritten Stock. Die kleine da. Hallo, Sie! Darf ich einen Brot sagen? Komm, dreh dich doch um. Lass dich doch anschauen. Jetzt schon im Treppenhaus? Komm doch mal. Was ist denn jetzt los? Jetzt geht es hier schon im Treppenhaus los. Schämen Sie sich was. Und Sie, Sie sind eine wahre Schande. Jawohl, eine wahre Schande. Müssen wir uns das hier gefallen lassen? Geh raus. Beschwer dich. Sag Ihnen Bescheid. Doch nicht im Hausflur. Ich habe euch immer gesagt, keine Anmache in diesem Haus. Wir fliegen sonst raus. Ihr sowieso und ich, weil ihr euch Zimmer vermiete. Nicht meine Sache. Macht ihr auf. Okay, okay, ich mach das schon. Und verschwinde, hau ab. Sag mal, was gibt's wohl? Jetzt so, Rosner. Du darfst natürlich rein. Du musst verstehen, das gilt nur für dich. Deine Puppen musst du draußen lassen. Ja, komm schon. Du siehst doch, ich habe ihn was zum Anziehen gekauft. Das ist eine Order, die ich gekriegt habe. Rosner, ja. Aber ohne seine Mädchen. Aber ich habe einen Ausweis. Mach keinen Ärger, Rosner. Weg von der Straße. Was soll das? Jetzt schaffen wir es. Na, was sagst du jetzt, du Großmaul, hä? Du gewinnst nicht, Rosner. Geh rein. Aber kann sein, dass du anders wieder rauskommst, als du dir es vorgestellt hast. Das sieht ja anders aus, was? Ne? Andere Typen hier als die aus dem Balkan mit ihren gefrorenen Hühnchen oder Käse. Guck dir mal diese Typen da an. Ne? So, kommt an die Bar. So, meine Mädels, hier kriegen wir ein schönes Glas Champagner. Hat dich Barek schon gesehen? Grüßchen von mir. Sag ihm, ich sitze an der Theke, vielleicht trinkt er diesmal was mit mir. Okay, Rosner, das ist euer Spiel, meins nicht. Dann halte ich auch raus. Los, schenke ein. Kleine da, in dem schwarzen Kleid. Frisch importiert. Weißt du woher? Hm? Ich hab's gerade gehört. Vom Großmarkt. Red doch keinen Unsinn. Das gibt's doch hier nicht. Sehen wir uns die Kleine mal an. Mach ich. In diesem Lokal werdet ihr in Zukunft wie zu Hause sein. Also gewöhnt euch schon mal dran. Und kein Schiss. Du
muss zugeben, dass es eine Umstellung ist. Und das Licht ist etwas zu stark für mich. Wie zu stark? Dafür mein Gesicht zu stark. Und die sollen dir doch nicht ins Gesicht gucken. Für mich Ginger Ale. Was dagegen, wenn die junge Dame in unseren Tisch kommt? Aber nein! Komm, Libetta. Ich habe gerade gehört, dass ihr vom Großmarkt kommt. Stimmt das? Ja, ja. Klappt doch prima. Trink erst mal was. Na los. Man sieht, sie fühlt sich nicht ganz zu Hause hier. Warum spricht sie eigentlich nicht? Warum? Weil sie besser Türkisch versteht, oder? Was gibt's da noch? Griechisch. Ja, Griechisch. Verstehst du Griechisch? Jetzt erschreck sie mal nicht. Glaubst doch nicht, dass du ein Mädchen vom Großmarkt noch erschrecken kannst. Hey, setz dich gefälligst wieder hin. Was ist los? Ist nicht gut. Wir sind wohl zu fein für sie. Anscheinend. Moment, Sie können das Lokal nicht verlassen. Bitte bleiben Sie im Lokal. Danke. Danke. Guten Abend. Guten Abend. Ich bin der Geschäftsführer Lohmann. Ich bin entsetzt. Kommen Sie mal mit. Ja. Schnitt. Kennen Sie den Toten? Ja, ja, ich kenne ihn. Herr Rosner, ein Gast, der öfter kommt, aber heute habe ich ihn noch gar nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, dass er da ist. Kann man feststellen, ob er allein hier war? Na, ich weiß mal. Wahrscheinlich. Wer bist du? Nein, er war nicht allein hier. Er war mit zwei Damen da. Die im dunklen Kleid hat den Toten gefunden. Kannten Sie den Toten auch? Ja, ein Zuhälter. Die Damen arbeiten für ihn. Mhm, danke. Guten Abend. Darf ich mich einen Augenblick dazusetzen? Mein Name ist Derek, Kriminalpolizei. Ich habe gehört, dass die junge Frau den Toten gefunden hat. Also wenn Sie die was fragen wollen, die hat einen Schock. Ich auch, wenn ich das gesehen hätte. Hat man ihm wirklich die... Ja. Wie heißen Sie? Ich? Rosa. Rosa Klinke. Und das ist Libetta. Libetta Hinz. Wir wohnen zusammen und haben denselben Job. Aber das werden Sie ja schon wissen. Fräulein Hinz. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Kommen Sie bitte mit. So, bitte, setzen Sie sich. Fräulein Hinz, ich verstehe sehr gut, dass der Anblick des Toten Sie sehr erschüttert hat. Ich habe nur ein paar Fragen an Sie und Sie beantworten sie halt so gut Sie können. Einverstanden? Ja.
Wenn es Ihnen zu viel wird, hören wir auf. Also gut, eine einfache Frage vorweg. Es war die Herrentoilette. Wie sind Sie da reingekommen? Das habe ich gar nicht gesehen. Mir war schlecht. Ich wollte in den Waschraum und da habe ich dann... Das Zeichen übersehen. Waren Sie betrunken? Nein, nein, ich... Mir war heiß, ganz plötzlich, irrsinnig heiß. Und da wollte ich einfach kaltes Wasser für mein Gesicht und ging in den Waschraum. Ja, dass Sie dann in den falschen Waschraum gerieten, das war ein zufällig, ne? Im Gang waren so viele Leute. Das habe ich gar nicht gemerkt. In der Ecke sah ich dann eine Hand. Und an der Hand einen Ring, den ich kannte. Wollen wir eine Pause machen? Warten Sie, ich hole Ihnen ein Glas Wasser. Fühlen Sie sich jetzt besser? Ja, danke. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen an Sie, nicht mehr allzu viele. Im Waschraum, da war sonst keiner? Nein. Und vor dem Waschraum im Gang, da waren eine Menge Leute? Ja. Nichts, was Ihnen aufgefallen wäre? Nein. Vorhin, sie sind Prostituierte und der Tote war ihr Zuhälter. Ja. Können Sie sich nicht vorstellen, wer ihn umgebracht haben könnte und warum? Nein. Das wär's schon. War gar nicht so schlimm, ne? Wie alt sind Sie? 22. Leben Ihre Eltern noch? Ja, ja. Ja, das heißt... Ich weiß es nicht, weil das ist schwer zu erklären. Sie leben in Sydney, wenn Sie dort noch sind. Ich habe lange nichts von Ihnen gehört. Ja. Ich lasse Sie jetzt nach Hause bringen. Im Moment, da ist noch etwas. Wenn Sie glauben, dass Sie noch etwas aussagen können, bitte rufen Sie mich an. Mein Name ist Derek. Oberinspektor Derek. Na gut, das wär's dann gleich. Hast du dich richtig verhalten? Ich frag dich was. Wir haben von nichts eine Ahnung, von gar nichts. Hast du das gesagt? Wir sind ein paar blöde Nutten und weiter nichts. Also nichts? Nein, nichts. Sie hat den Toten nur gefunden. Aber ich meine, der Tote ist ihr Zuhälter. Ja, sie ist eine Nutte, aber sie kann nichts anderes sagen. Du weißt doch, was es hier für ein Laden ist. Du fragst und fragst und kriegst null Antwort. Ist denn keiner in der Küche? In der Küche nichts verloren. Hast du den Wasserkessel nicht gehört? Ich habe ihn gehört. Ich war nur nebenan, weil die morgens immer die Zeitung kriegen. Steht aber noch nichts drin. Ja, da wirst du noch genug von lesen. Wann steht denn Libetta auf? Die muss mir das erzählen. Die erzählt dir gar nichts. Frühstück ist fertig, aber... Ich sag dir gleich, sie will alles wissen, haarklein. Willst du nicht aufstehen? Was für einen Schrecken du gekriegt hast, dass wir sie alles ganz genau wissen. Was ist los mit dir? Oh Mann, mach mich nicht fertig. Vergiss, was du gesehen hast. Verdammt nochmal. Wenn du das nicht lernst, merk dir es, darauf bist du angewiesen. Ich komm gleich.
Fräulein Hinz, ich verstehe sehr gut, dass der Anblick des Toten Sie sehr erschüttert hat. Wollen wir eine Pause machen? Hier bitte. Danke. Wie alt sind Sie? 22. Leben Ihre Eltern noch? Leben Ihre Eltern noch? Leben Ihre Eltern noch? Jetzt erzähl schon. Der muss ja furchtbar ausgesehen haben. Mach sie doch endlich mal in Frieden. Du siehst doch, dass sie nicht ganz bei sich ist. Inspektor Derrick. Dass ihr euch einschließt. Was hast du hier gemacht? Versah mir nicht den Spiegel. Derrick, wer ist denn das? Der Kommissar, der mich im Orion verhört hat. Und der hat uns doch nach Hause bringen lassen. Und warum schreibst du seinen Namen auf den Spiegel? Damit ich ihn nicht vergesse. Kannst du mir mal sagen, warum du ihn nicht vergessen willst? Muss ich dir alles erzählen? Nein, musst du nicht. Ich habe mich nur schon die ganze Zeit gefragt, was mit dir los ist. Nicht gewusst, worauf du stehst. Und jetzt auf einen Polizisten. Lass mich in Ruhe. Lass ich, ja. Ich wundere mich nur. Und ich gebe dir einen guten Rat. Wisch das weg vom Spiegel. Und auch sonst wisch es weg, weil für solche Leute sind wir nur ein Haufen Dreck. Ich hab gesagt, lass mich in Frieden! Frieden, Frieden, Frieden. Unser einer lebt nun mal nicht in Frieden. Also, was ist? Ich gehe zum Großmarkt, weil ich es so gewohnt bin. Gehst du nicht mehr hin? Rosner ist tot, der hat ja nichts mehr zu sagen. Weiß ich ja. Verstehe, man hat so ein Gefühl von Freiheit. Für einen Tag, für zwei, für drei. Und dann tust du das, was du gewohnt bist. Wenn Sie glauben, dass Sie noch etwas aussagen können, dann rufen Sie mich an. Mein Name ist Derrick. Oberinspektor Derrick. Ja, der ist leider nicht da. Moment mal bitte, kommt gerade. Die Beta Hinz ist am Apparat. Ja, Derrick, von Hinz? Ich bin's. Libetta. Störe ich vielleicht? Nein, nein, überhaupt nicht. Was gibt's denn? Sie hatten gesagt, ich könnte mich jederzeit melden. Wollen Sie noch eine Aussage machen? Ja. Und wo sind Sie? Wie holen Sie denn ab? Am Großmarkt.
Da, wo die großen Lastwagen stehen. An der Einfahrt. Bleiben Sie dort. Wir kommen sofort. Ich hätte geschworen, sie hat alles gesagt, was sie weiß. Fräulein Hinz, ich kann hier so schlecht stehen bleiben. Kommen Sie. Guten Tag, Frau Hinz. So, kommen Sie, setzen Sie sich. Nein, nein, ich... Ja, was ist denn? Jetzt verlieren Sie mal Ihre Angst. Möchten Sie einen Kaffee? Nein, besten Dank. Na gut, setzen Sie erst mal. Komm. Ja, es ist Ihnen noch etwas eingefallen? Ja, ich... Fräulein Hinz, ich wiederhole es noch einmal. Sie brauchen keine Angst zu haben. Also, was wollen Sie mir erzählen? Als ich im Waschraum war, habe ich zwei Männer gesehen. Sie sind herausgerannt. Ja, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ja. Wahrscheinlich wollten Sie da in nichts hineingezogen werden, habe ich recht? Ja. Ja. Und dann habe ich den Toten gesehen. Zwei Männer, sagen Sie? Ja, zwei. Ja, dann haben Sie wahrscheinlich die Mörder gesehen. Können Sie sie beschreiben? Beschreiben? Ja, oder wiedererkennen? Nochmal zurück, bitte. Die Haare waren anders. Sie waren kürzer. Also, wenn Sie die geringste Ähnlichkeit sehen, dann sagen Sie es bitte. Der eine hatte sie kürzer und der andere länger. Also bleiben wir jetzt erstmal bei einem? Das Gesicht war länger. Und etwas... Lassen Sie sich Zeit. Niemand drängt Sie. Mal jetzt vervielfältigen. Wie geht's ihr? Ich weiß nicht. Sie hat sich sehr bemüht. Sag mal, was machen wir denn mit ihr? Fräulein Hinz, Sie haben uns wirklich sehr geholfen. Wir müssen uns jetzt nur über eins im Klaren sein. Sie haben die Mörder gesehen. Folglich haben die Mörder auch Sie gesehen. Also Sie können nicht in Ihrer Wohnung bleiben. Was hast du gesagt? Du hast zwei Männer gesehen, die aus dem Waschraum rausgekommen sind? Ja. Obwohl du keine zwei Männer gesehen hast? Lass mich zufrieden. Ich soll meinen Koffer packen. Warum hast du das gemacht? Libeta, du hast eine falsche Aussage gemacht. Warum? Weil du diesen scheiß Bullen da wiedersehen wolltest? Ich hab doch gesagt, lass mich in Ruhe! Ich habe auch mal einen gekannt, der sehr nett zu mir war. Ich war eine Weile ganz durcheinander, aber es hat sich nicht gelohnt. Ja, sie hat ihren Koffer gepackt. Aber keiner sagt mir, warum. Jetzt frage ich Sie, warum? Sie zieht eine Weile aus. Ah, sie zieht eine Weile aus.
Halten Sie das für eine gute Erklärung? Da ist sie. Haben Sie alles eingepackt, was Sie für die paar Tage brauchen? Nichts vergessen? Nein. Nein? Gut. Darf ich Sie mal einen Moment sprechen? Fräulein Hinz hat Ihnen erzählt, nicht? Ja. Es ist zu Ihrem eigenen Schutz, dass wir Sie für eine Weile ausquartieren. Es kann ja sein, dass der Mörder, ich meine, dass Sie erfahren, wer Sie gesehen hat. Und dann, wenn Sie sich auch hier bemerkbar machen, dass was ich sagen will, ist, auch Sie sind in Gefahr. Ich? Ja. Bitte verständigen Sie uns sofort, wenn Sie irgendeine Beobachtung machen, die wichtig sein könnte, ja? Ja, das mache ich, keine Sorge. Wo bringen Sie denn überhaupt hin? Ich habe Ihnen in einem kleinen Hotel ein Zimmer bestellt. Sie werden eine Weile dort bleiben müssen. Sie dürfen das Hotel nicht verlassen. Und Sie dürfen niemandem sagen, wo Sie sind. Niemandem. Werden Sie sich daran halten? Ja, ja. Das ist Fräulein Hinz. Sie können sich immer an ihn wenden, wenn Sie irgendeinen Wunsch haben. Das Telefon. Aber bitte sprechen Sie nur mit mir, niemandem sonst. Tun Sie, was ich sage, sprechen Sie mir das. Ja. Gut. Essen können Sie übrigens hier im Haus. Ich komme dann abends vorbei und schaue, wie es Ihnen geht. Haben Sie noch einen Wunsch? Gibt es einen Fernseher? Ja. Ja, den lasse ich Ihnen aufbringen. Und bitte, gehen Sie keinen Schritt aus dem Haus. Ist das in Ordnung? Und schließen Sie sofort hinter mir ab. Was guckst du denn so? Bin ich ein Gespenst oder was? Nein. Aber Rosner ist jetzt eins. Ja, vielleicht bin ich auch eins. Gib mir mal. Kann ich einen Grog kriegen? Mir ist irre kalt. So kalt ist doch draußen gar nicht. Lass mir mal einen Löffel rüber, ja? Es ist draußen kalt, mir ist auch innen kalt, mir ist überhaupt überall kalt. Was ich sehr gut verstehen kann. Wo sind die Kleine? Also, ich bin abgehauen. Was sollen aus mir jetzt werden, ohne Rosner? Scheißkerl, aber ich hab ihn nur mal gebraucht. Du findest schon wieder einen. Wer soll das denn sein? Das wollte ich gern von Ihnen erfahren. Warum von mir? Ja, vielleicht saßen die beiden mal hier in der Bar bei Ihnen. Die? Ausgeschlossen. Unbekannt. Ganz unbekannt. Sagen Sie, wie kommen Sie eigentlich zu diesen Bildern? Ich meine, jemand muss doch diese Männer beschrieben haben. Wollen Sie mal der Reihe nach Ihre Kellner rufen? Die sind doch voll im Geschäft. Ich kann doch den Betrieb nicht stören. Verweigern Sie die Mitarbeiter? Nein, nein, natürlich nicht. Was wird da rumgezeigt? Phantombilder von den Tätern? Moment mal. Bring die Weiber raus. Na? Komm, beweg dich. Wer zeigt die rum? Ja, ja. Und wer ist da drauf auf den Bildern? Ja, ja, ich hab verstanden. Ja. Was heißt das? Wieso irgendjemand? Es muss sie doch jemand angefertigt haben. Gut. Halt mich auf dem Laufenden. Eine Frage habe ich jetzt. Hat euch irgendjemand gesehen? Wieso gesehen? Wobei gesehen? Als wären Phantombilder herumgezeigt. Von zwei Männern, die Rosner umgebracht haben sollen. Aber es hat uns keiner gesehen. Ich bin absolut sicher. Was soll der Quatsch?
Uns ist niemand in die Quere gekommen. Und da seid ihr ganz sicher? Sind wir da drauf auf den Bildern? Lohmann meint, man kann niemanden erkennen. Ja, dann ist doch alles in Ordnung. Ach, alles in Ordnung, nur weil die Bilder vielleicht schlecht sind? Da muss doch jemand Angaben gemacht haben. Ja. Lohmann sagt, es kann nur die kleine Nutte gewesen sein, die Rossner gefunden hat. So weit weg war die also nicht. Herein! Sie haben ja die Tür nicht abgeschlossen. Sie haben nicht einmal gefragt, wer da ist. Wie können Sie nur so sorglos sein? Entschuldigung. Mach auf. Haben Sie schon gegessen? Nein. Haben Sie seit heute Mittag nichts mehr gegessen? Nein. Ja, aber Sie brauchen doch nur zu bestellen. Es wird Ihnen raufgebracht. Na gut, ich bin auch noch nicht zum Essen gekommen. Ich sehe, es schmeckt Ihnen. Ja, danke, sehr gut. Danke. Darf ich? Mit den Fingern geht's besser. Mhm. Ja, natürlich, mit den Fingern geht's besser. Ne? Danke. Sie haben ja wirklich Hunger. Sie haben gesagt, Sie kommen. Da habe ich auf Sie gewartet. Das ist sehr nett von Ihnen. Ja, ein paar Tage werden Sie schon noch aushalten müssen. Die Bilder, die werden erst morgen veröffentlicht. Ja, ist gut. Schmeckt er Ihnen? Ja, sehr. Das heißt, sind Sie auch wirklich satt geworden? Ja, danke. Ich fühle mich echt gut. So gut wie lange nicht. Gehen Sie öfter hierher. Das Lokal ist klasse. Finden Sie? Ja. Es ist so, dass man sich wohlfühlt. Irgendwie fühlt man sich wohl und dann ist das Lokal eben in Ordnung. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, natürlich. Das haben Sie sehr gut ausgedrückt. Meinen Sie das ehrlich? Ja, warum? Warum soll ich das nicht ehrlich meinen? Weiß ich nicht. Weil es so selten ist. Was? Was ist selten? Dass es jemand ehrlich meint. Danke. Gute Nacht, Frau Linz. Gute Nacht. Und danke auch für das Essen. Morgen hören Sie wieder von mir. Nicht vergessen. Abschließen. Danke. Ja. Ich bin's, Libette. Ist Rosa da? Rosa, Rosa, ne? Wo soll Rosa sein? Du weißt doch, wo sie ist, am Großmarkt oder na, wie heißt denn eure Kneipe? Was willst du denn von ihr?
Nein, die Rosa ist nicht da. Die ist wieder draußen. Ah, da kommt sie gerade. Moment. Rosa, für dich. Ja? Libeta? Ja, ich bin's. Bin gerade wieder reingekommen. Hab auf die Italiener gewartet, aber sie kamen nicht. Irgendein Streik am Brenner. Was machst du? Wie geht's dir? Gut. Mir geht's gut. Oh, ich habe gerade prima gegessen. Ich sag dir, ein Lokal erste Klasse. Mit wem hast du gegessen? Mit ihm? Ja, mit ihm. Oh, es war... Ich sag dir, es war irre. Damit kann ich nichts anfangen. Was ist denn irre? Vielleicht bin ich irre. Ja, das glaube ich auch. Aber es gefällt mir so. Pass auf, ich sag dir, wo ich bin. In einem Hotel. Du kannst mich jederzeit anrufen. Ich darf nämlich hier nicht raus. Nur mit ihm. Also, ich sag dir das Hotel. Ah! Wo ist die Bilder? Weiß ich doch nicht. Wo ist sie? Libeta hat angerufen. Wie schaust denn du aus? Werdet ihr jetzt nur mehr verprügelt? Sie haben mir das Messer an die Kehle gesetzt. Ich muss die Polizei benachrichtigen. Sie haben mich gefragt, wo Libeta ist, und ich habe sie gesagt. Derek, ich muss die Polizei benachrichtigen. Oberinspektor Derek. Ich muss Ihnen sagen, dass Sie mich gefragt haben, wo Libeta ist. Und ich habe Ihnen gesagt, die Nummer, helfen mir doch mal die Nummer suchen. Oh, ich kann nicht. Ich kann nicht. Hilf mir mal. Vielleicht haben wir morgen mehr Glück, wenn die Bilder veröffentlicht werden. Hey, was ist? Ja? Wir wollten doch gehen. Ich war mit der kleinen Hinz zusammen essen. Was? Ein seltsames Mädchen. Merkwürdige Mischung aus Nutte und Kind. Kind? Kind, das sich verlaufen hat. Aber darum geht's mir gar nicht. Sie hat eine Aussage gemacht. Hm? Wer hat die Aussage gemacht? Die Nutte oder das Kind? Mhm. Und du fragst dich jetzt natürlich... Wie glaubwürdig ist sie? Ja, könnte ja sein, dass sie gelogen hat, dass sie fantasiert hat. Vielleicht hat sie sich das alles nur aus den Fingern gesogen. Warum sollte sie das tun? Darüber denke ich ja nach. Na komm. Geh mal. Was ich tun soll. Hörst du mich? Rosa! Sehen Sie denn nicht, dass sie bewusstlos ist? Aber ich muss mit dir reden! Gehen Sie aus dem Weg! Einer von euch beiden macht es. Er geht rein, nimmt sich ein Zimmer. Wer von euch? Was ist denn los? Ein Zimmer nehmen, das heißt gesehen werden. Wer kommt schon so spät nachts an, ohne Koffer? Und will ein Zimmer haben. Das Risiko ist zu groß. Morgen gibt es ein neues Phantombild. Das könnte besser sein. Ach, Quatsch! Gut, gut. Dann mache ich es selbst. Ich sag dem Portier, ich habe meinen Zug verpasst. Nein,
Besser, mein Auto hat eine Panne. Die hat Manschetten, was? Nein, nein. Nur, du hast irgendwie gestört, dass es da Bilder gibt. Ähnlich oder nicht? Ich habe ja gesagt, ich mache es. Hallo? Ja? Ich komm schon. Entschuldigen Sie vielmals, ich stehe da draußen mit meinem Wagen und habe eine Panne. Kann ich mal telefonieren? Sie würden mir sehr helfen. Ich habe kein Kleingeld für eine Telefonzelle. Ich muss nur mit meiner Frau telefonieren, dass sie mich abholt. Der vordere Apparat. Erst die Null wählen. Dankeschön. Herr Portier? Ja? Es tut mir leid, da meldet sich niemand mehr. Sieht aus, als schläft er schon alles. Eine andere Frage, kann ich Ihr Zimmer kriegen? Ich komme von außerhalb. Ich will mal sehen, was ich Ihnen geben kann. Aber wer so spät nachts kommt, muss gleich bezahlen. Oh, das ist kein Problem. Wie viel? 100. Ja, das ist für Sie. Danke. Aber nicht mehr baden um diese Zeit. Ich versichere Ihnen, ich werde es nicht tun. Haben Sie vielen Dank. In Ordnung. Ich wünsche eine gute Nacht. Gute Nacht. Schon ziemlich spät, was? Mhm. Kurz vor Mitternacht. Fahr trotzdem mal am Hotel vorbei. Ich will sehen, ob sie auf ihrem Zimmer ist, ob sie abgeschlossen hat. Sie ist so sorglos und... Ich möchte wissen, ob sie gelogen hat. Jetzt sind wir schon mal da. Hallo? Ist da niemand? Komm schon! Die Dame von 21 von Linz, ist sie auf ihrem Zimmer? Der Schlüssel ist oben. Wollen wir sie wecken? Was machen wir jetzt? Soll ich dir was sagen? Nichts hier weg. Da ist Karl ein Wagen weggefahren. Gäste aus dem Hotel? Nein. Ich habe nur gerade noch einen Gast gehabt, der eine Panne hatte. Der hat ein Zimmer genommen. Zimmer genommen. Geben Sie mir 21. Wer ist denn da? Derrick. Derrick. Bei mir steht jemand vor der Tür. Der sagt, er ist Derrick. Machen Sie nicht auf! Steht jemand vor Ihrer Tür.
bin's, Derek. Machen Sie die Tür auf. Sie können die Tür jetzt aufmachen. Nichts haben Sie gesehen. Gar nichts.